Die Fans der ersten Mannschaft des SV Germania Mittweida müssen hart sein im Nehmen und in dieser Saison mit Stimmungsschwankungen leben. Dazu trug auch der Auswärtsauftritt der Schneiderschützlinge in Freital bei. Der Tabellenzweite musste beim FV Blau-Weiß Stahl Freital antreten. In der sechsten Minute tastete sich Hönig mit diesem Freistoß langsam heran. Zwei Minuten später, nach Einwurf und prima Zusammenspiel mit Toni Hahn, nahm Hannes Roussel mit diesem Schuss Maß. Und auch der Mittweider Kapitän Silvio Krötsch versuchte es über die Außenbahn, aber Keeper Bär hatte aufgepasst. Quasi im Gegenzug erarbeiteten sich die Gastgeber ihre erste Chance, um dann so langsam das Heft des Handelns zu übernehmen. Germania-Torhüter Robert Schmidt verhinderte mit einer Glanzparade den Rückstand. In Spielminute 17 hatten erneut die Hausherren eine Chance. Da sah Schmidt nicht gut aus. Kurze Zeit später war Markus Jens May über die linke Außenbahn durchgelaufen. Seine Flanke konnte Andreas Hönig abwehren. 25 Minuten waren da gespielt. Germania Mittweida agierte unkonzentriert und ließ sich leichtfertig den Schneid abkaufen. Kuhn hatte aufgepasst und ab ging die Post mit König. Nach der ersten halben Stunde hieß das Fazit für Mittweida Glück gehabt. Und so fiel in der 41. Minute, nicht unverdient, die Führung für die Freitaler. Nach Einwurf von Rocky Telatko an der Mittellinie ging der quirlige Tino König auf und davon und schob unhaltbar ein. Germania erwachte aus dem Dornröschenschlaf und machte Druck. Diese Flanke von Toni Hahn über rechts setzte Mohanad Salim mit einem wuchtigen Kopfball an die Latte. In der 44. Minute brachte Kapitän Silvio Krötsch den Eckball herein auf Toni Hahn. Aber am 1:0 Halbzeitstand änderte sein Kopfball auch nichts. In der zweiten Halbzeit wollten es die Gäste dann wissen. In der 46. Minute Eckball Krötsch. Wiltsch mit diesem Schussversuch. Auf der anderen Seite testete David Treuner Torhüter Schmidt. 52 Minuten waren da gespielt. Treuner leitete nach einem Konter auch die nächste Aktion ein. Seine flache Eingabe verlängerte May ungestört von Abwehr und Torhüter. Am langen Eck freistehend bedankte sich König. Die Abwehr der Mittweider löchrig wie ein Schweizer Käse. In der 63. Minute brachte dann Hahn diese Ecke herein. Krötsch erkämpfte sich den Ball und bediente Wiltsch. Der fackelte nicht lange, der Ball lag nicht schlecht. Auch der Freistoß von Silvio Krötsch in der 68. Minute verfehlte sein Ziel nur knapp. Die Hausherren unter Druck? Denkste. Mittweida brachte sie immer wieder ins Spiel. Die spielten konstant über die Außenbahn und blieben so gefährlich. Für Gefahr sorgte auch Kevin Pitroff. In der 83. Minute hämmerte er den Ball ans Aluminium. Freital antwortete drei Minuten später mit David Zabo. Schmidt wieder mit einer Großtat. Am Ende kassierten die Mittweider doch und auch verdient eine 2:0 Niederlage. Trotzdem peilen sie den Vizemeistertitel an. Vier Punkte trennen Mittweider vom Verfolger. Im Heimspiel gegen den SV Wesenitztal könnten die Schneiderschützlinge alles perfekt machen. Wie gesagt, könnten.